Hey Leute und willkommen zu einer neuen Zuschauer-Challenge mit Freki und Sven, Links von den beiden in der Beschreibung. Und dieses Mal spielen wir 5 AD-Carries, wobei die Herausforderung dabei war, dass jeder AD-Carry für eine bestimmte Rolle bauen musste. Das bedeutet, der Support-AD-Carry darf nur Support-Items bauen, der Tank-AD-Carry baut Tank-Items und so weiter. Und ob das klappen kann, das seht ihr jetzt in dem Video. Und wenn ihr irgendwelche weiteren Ideen habt für irgendwelche Challenges, die wir machen könnten in AOV, schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Würde ich mich freuen. Und jetzt viel, viel Spaß mit dem Video. 5 Leute. Sven ist der Tank. Freki ist der Supporter. Impaction der Midlaner. Speedracer der AD Carry und ich der Jungler mit Joker. Autsch. Gegen eine Violet. gegen eine Butterfly. Ich konnte meine Arcana nicht auf Attack Speed wechseln. Okay, also bin ich jetzt Fennec ohne Attack Speed. Sehr gut. Butterfly. Die kann uns auseinandernehmen, ne? Ja, ich denke aber, wenn ich 4 Items habe, wenn ich eh Solo-Lane bin, dann kann ich schon den Slayer Stimmt. machen. Ja, ich denke auch. Wenn also ich auf Tank ich glaube, als Tank ist das schon optimistisch. Hm. Ich denke aber, die Butterfly wird da richtig viel Erfolg haben. Ja, auf jeden Fall. Also unser Setup ist wirklich so prädestiniert dafür, um vom Butterfly komplett auseinander. Vor allem auch von Gildor, ne? Der hat einen von uns in der Falle und ciao. Da ist der erste Reset. Ja, und da ist der zweite Reset. Und dann sind alle tot. Aber mal sehen. Speedracer lädt noch. Sogar ziemlich viele Games auf Talanas, ey. Legendär. So, ich hab mich mal kurz... wow. Das war Fail. So, let's go. Ich denke, ich starte klassisch beim Blue Buff. Mit Joker. Der klassische Joker. Weil du kannst, wenn Red Buff gestartet hätte, hätte ich dir mit meiner ersten Fähigkeit Mega-Stacks geben können, ne? Ja, ist zu spät. Ja. Du kannst aber gleich dahin laufen. Dann mache ich erst den Blue Buff und dann Red Buff. Nee, das ist doof. Ja. Doch, da kannst du für Toplane Gank gehen. Also du machst. Aber Wonder Woman ganken mit Joker. Ja, das wird schief gehen. Das wird schief gehen, sagst du schon. Ja, also es wird so also positiv schief gehen halt, weißt du? Ja. So. Ja, der Jungle Clear ist halt wirklich lahm, ne? Vor allem, ich will dir helfen, hab grad meinen Stack auf Dings verwendet, auf Ignis. Sehr gut. Das Ding hat einfach einen 10 Sekunden Cooldown. Ich hab's gleich wieder ab, aber der Cooldown ist insane. Jetzt kannst du herkommen. Attack Speed ist nicht so wichtig auf AD Carries, hab ich gehört. Nee, überhaupt nicht. Nee. Das ist mehr so ein. Okay, der so ist schon down. Helfen, ne? Kannst wieder weggehen. Oh, wow. Nee, ich hab Bestrafen dabei. Ah, okay. Ah ja, stimmt, du bist ja jetzt Jungle Joker. Hätte ich mir denken können, dass du Bestrafen abhast. Anfängerfehler. Oh, ich hab keine Ulti. Ihr habt leider den Creep da unten genommen. Lindis war gerade noch Mitte irgendwie. Ich komme gleich den Ignis ganken. Oh, Wonder Woman steht oben im Busch. Okay. Ich bin gleich Level 4. Oh wow, das Ding ist gut gepoppt. Ich habe gut nochmal Tarago bekommen. Aber ich baite den mit meinem Low HP. Ich baite den. Der weiß noch gar nicht, was auf ihn zukommt. Butterfly ist gerade oben. Hätte gerade auch nicht pushen sollen, vielleicht. Ja, ich denke mal, die werden mich jetzt ganken. Go. Oder beiden wahrscheinlich. Den haben wir, Leute. Der hat gegen die Wand geflasht. Oh ne, sie kommen. Wow, nice. Easy. First Blood für den Supporter. Komm, wir können Tower pushen. Mein Lindis kommt gerade, aber. Hä? Achso, hä? Meine Rakete hat aber nicht getroffen. Egal. Ich gehe gleich wieder Jungle. Ich würde gerade aber mal eben weggehen. Das ist Razorway mein erstes Game auf diesem Champion. Ich habe den, als ich für Airi reingepayt habe aus der Tombola, habe ich den Champion bekommen. Mhm. Seitdem habe ich den natürlich nicht gespielt. Nee, warum auch? ja, eben. Ich gehe direkt wieder zum Blue Buff. Butterfly hat gerade den Mini-Drake gemacht. Die konnte okay. Ja. Ja, mit mir als Support, wir haben relativ hohen Base-Damage auf meiner 1, eigentlich ziemlich gute Objective-Control. Das sollten wir irgendwie wahrnehmen, oder? Ja, denke ich auch. Ich denke, ich werde auch mich auf Bot konzentrieren. Ich denke oben... Wow, Reset. Ja, die können mich eigentlich nicht holen. Mohren kriegt das eigentlich ganz gut klar, oder? Ja. Ich glaube, Mitte, Impaction macht eigentlich auch einen sehr guten Job. Wow, es hat echt nicht gereicht. Ich habe halt keine Attack-Speed. Ich krieg meinen Mark wirklich nicht im Pleit. Hm. Wenn ich so gegen den Fennec spiele, dann hat er das Mark so schnell drauf. Und ich habe halt null Attack-Speed. Ja, du hast ja auch keine Attack-Speed-Items, ne? Das Problem ist, ich habe auch eben die Arcana nicht wechseln können, weil ich auf der Crit-Nakrot-Seite bin. Ich habe nicht die Attack-Nakrot-Seite an gerade. Ja. Ich darf leider... Doch, ich kann mein Ulti nutzen. Aber wenn ich mein Ulti nutze... Keine Bio, ja, stimmt.
Wir haben den Tower hier unten aber gleich schon fast. Okay. Wenn ich meine Ulti nutze und dann falschen Schritt mache, dann resettet der Buff. Ich glaube, du kannst mich nach unten kommen und da ein Dings machen. Ja. Ah, dann können wir den Tower machen. Ja, den mache ich gleich weg. Ihr könnt schon mal zum Drake gehen. Wenn die Wave dran ist, könnt ihr den Drake anfangen. Oh, Butterfly bei mir. Boah, ziemlich aggressiver Dash, oder? Schön Ulti, wow. Nice Ulti von der Tellanas. Okay, ist noch da. Boah, schön gemacht, Mann. Und ich mach den Tower weg. Ja, wir machen währenddessen wow. Weiter. Oh doch, hat geklappt. Boah, diese Angriffsgeschwindigkeit bei mir, insane. Das ist enorm, ne? Ich hätte so gelacht, hätte diese Falle jetzt den Drachen geklaut. Ja, das ist doch richtig gut gewesen. 3-0, bisher läuft es noch gar nicht so schlecht. Da ist die Lindis. Aber wir haben noch Potenzial nach unten. Wir haben Potenzial nach unten. Ja, also ich kann oben echt nichts machen, außer einen Tausch. Deine Dashes sind mega aggressiv, Ricky, ey. Du jumpst einfach immer nur rein. Ja, wir brauchten Vision auf die, oder habe ich das falsch gesehen? Du musst da raus, sonst bist du. Schaffen Ach, die? Quatsch. Komm, die schaffen wir. Ich hab doch mein Dash. Guck mal, sie hat keine Chance. Ultimate. Kein Problem, siehst du? Fennig Support. Einfach keine Chance, die Dude. Warum spiele ich das nicht permanent? Oh. Oben kommst du klar, ne? Krasse Sache, ey. Sehr, sehr cool. Ja, das war Mooren Lane, ne? Mooren Lane ist wirklich ziemlich potent. Ja. Also so komisch das auch klingt, aber Mooren Lane funktioniert unglaublich gut. Oh mein Gott. Ich muss halt immer schauen, dass ich meine Stacks abhalte. Mhm. Schaut jetzt noch schwer, solange die kleinen Minions da sind. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt meinen Seelenstünder fertig. Attack Speed auf nice. Joker, perfekt. Will man immer haben. Ich denke, das ist eins der wichtigsten Items. Ja. Bisher sieht es echt gut aus, ne? 5-0 plus Drake plus 2 Tower. Haben keine Schnitte gehabt, die Gegner bisher. Ich frage mich halt, wie das im Late Game werden soll, weißt du? Oh, die Rakete. Butterfly hat wieder Mini-Drake gemacht. Okay. Komm, lass Butterfly holen. Ja, ich habe leider keinen Dash, um aggressiv reinzudashen. Kein Ding. Doch, ich habe jetzt Dash, um aggressiv reinzudashen. Ah, die rennen. Oh, die fallen. Oh. Wonder Woman ist irgendwie aggressiv. Komm her. Ich bin gleich da, Okay, ich überlege. Oh, Sven. Nee, du kommst nicht mehr raus. Execute. Egal, wir haben die. Scheiß wieder. Lindis haben wir auch noch hinterher. Hat gleich einen Slow durch meinen Ephirium. Wir können auch gleich einen Tower pushen. Ja. Nee, Butterfly kommt. Boah, gibt ja keinen Reset. Geben wir nicht, wir töten die. Wir haben die easy going. Hey, die haben keine Schnitte, die Gegner. Echt. Ultimate, ja, das ist das Early. Wir müssen jetzt aber auch echt Tower pushen. Ne? Wir haben hier oben keine Minion. Wir haben mich noch mit dabei und Tellanas, der Tower sollte. Wir haben Doppel, wir können bleiben auf der Lane. Ja. Können den nächsten auch noch holen. Let's go. Nein. Fettfinger. Nein. Das war jetzt nicht geplant. Ich hab gerade eventuell meine erste Fähigkeit auf den Minion gemacht, aber nur eventuell. Ich habe eventuell gerade meinen Ultimate nicht auf das 5% Target gemacht, sondern auf die. Alter, wir pushen einfach durch. Wir pushen einfach Legend durch. Oh mein Gott. Oh. Ich hab die Ultimate hier drin liegen, wenn ihr reinkommt, dann haben wir dann zu. Das ist gut. Safe Spot. Besser als zu Zone macht man sie einfach irgendwo auf dem Fleck. Ey, die haben keine Chance, wir nehmen die auseinander, ne? Ich hab Toast, dann lass die diven. Sollen wir Core diven? Ich meine, 7 Minuten, wir haben über den ersten Base Tower da und das erinnert mich so an ein, zwei andere Games, die wir hatten. Auf jeden Fall. Oh shit. Die haben wir. Bumm. Oh, bitte. Oh, renn weg. Renn weg. Oh, wie knapp das war. Alter Schwede, Freaky. Ja, das ist Tank Fennec, ne? Also, was kann da schief gehen bei Tank Fennec? Tank Support Fennec. Best. Ja. Also, wenn ihr irgendwie im Ranked seid, auf jeden Fall Tank Support Fennec spielen. Das Beste, was ihr haben könnt. Aber bitte nur, wenn ich in eurem Team bin. Wenn wir im Gegnerteam seid, dürft ihr sehr, sehr gerne spielen. Achso, ja, stimmt. Dann auf jeden Fall. Frigg ist erster defensiver Dash, ja. Hey, ich bin Support. Ich muss engagen. Das ist meine Aufgabe. Ja. Weißt du, bei Support geht es nicht darum, dass ihr ein Support-Champion spielt. Ihr müsst den Lifestyle von Support embracen. Ja? Ihr müsst da rein. Nicht peelen oder so, sondern rein. Peelen, ey. Das Einzige, was ich peele, sind Bananen. Boah. Bist du denn nicht mit Schale? Okay, Gildor, interessante Ultimate. Warte. Hab ich gerade leider verpasst. Joker, interessantes Positioning. Oh. Ja, sind wir oben Männer hier oben, Sven? Fighten wir oder gehen wir weg? Okay, wir sind Männer. Alles klar, ich hab noch Heal ab.
Ich habe zwei Stacks auf drei. Ich finde es auch gut, dass sie die Ulti, dass sie ihre Oha, Fallen Alter, zum Wave hast du, hast du gesehen, was du mit der Lindis gemacht hast? Du hast den Tower angegriffen mit vier Stacks und dann ist der Tower explodiert und hat die Lindis geone-shottet. Ich habe mich gerade schon gewundert, woher der Schaden kam, um ehrlich zu sein. Das krass, war ne? Wie, oh, fuck. Ja, aber den schaffst du, du bist super tanky. Aber ja, da ist noch Dings. Schaffst du auch. Alter, bist du tanky. Den schaffst du. Der explodiert gleich. Jetzt. Ein Hit? Nein. Nein. Dafür sterbe ich. Nein, du stirbst nicht. Lauf runter. Jetzt runterlaufen. Lauf runter. Ich lauf um. Ich habe hier keinen Tower. Ich gebe slow. Ich habe einen geslowt. Oh, da ist die Rolle. Oh mein Gott. Da komme ich raus. Du bist da noch rausgekommen, ey. Wie knapp war das denn bitte? Ich dachte zehnmal, dass ich tot bin. Weil einfach nicht oh, sorry. Ja, okay. Slayer. Let's go. Ignis ist tot. Ignis ist tot. Die größte Gefahr. Jetzt können wir Slayer machen. Oh, ich Freaky, du tankst. Marco. Einer von euch muss vorgehen. Ja, ich kann das. Ich kann's tanken. Nice. Slayer gemacht. Sehr, sehr schön. Aber ich muss trotzdem auch über HP Rich. Warte, ich warte 7 Sekunden ja auf den Dings, ne? Und dann bin ich da. Oh, Wonder Woman von hinten. Sofort tot. Ich hab meinen ersten Dagger jetzt gekauft. Was ist ein Flash hier? Ja. Ich mach dem Ignis auch die Hälfte AP weg mit einer Rakete, ey. Ja, die will nicht mehr. Die will nicht fallen, die Base. Das funktioniert überraschend gut. Ja. Aber halt im Early, ne? Das Wort hat nicht. Ja, aber ich glaube, wir hatten das ja schon bei mir im Stream gemacht, als wir da diese AD-Carry-Kombos hatten, wo wir dann einmal abgefallen sind und dann war es halt auch so das Spiel, ne? Ja. Aber wenn du irgendwie snowballen kannst, ne? Guck mal, ich krieg eine Auto-Attack drauf, weil ich keine Attack-Speed hab. Immerhin das, aber ich tag den Tower. Das Krasse ist halt, ich mache trotzdem 1000er Kills, obwohl ich. Ja, das ist echt krass. Die haben keine Chance. Murin push Bot, pushen wir die Bot ein. Ja, ich hab in 6 Sekunden Towers dann, really. Ja. Dann können wir rein. Okay, Let's go. Towers dann. Wonder Woman. Ja, wir müssen halt Butterfly gucken. Oh, knapp, Alter. Wäre im Paction gestorben, wären wir, glaube ich, alle RIP. Das war richtig knapp. Ausgang nehmen können. Oh, dieser CC. Du meinst, kalkuliert war das? Ja, komplett kalkuliert. Ich kriege auch echt viel Damage, wa? Ja. Okay, musst du Tanky bauen, hab ich auch gemacht. Ja, ich bin ja der Jungler. Ich bin da der. Oh mein Gott, hab ich sie geholt? Ja. Nein, ich hab sie nicht geholt. Ey, so tankiger Fennec, ne? Finde ich gar nicht so bad. Du hast ja so einen hohen Base-Damage, dann so GG. Die Challenge war jetzt nicht so dolle. Okay, ich muss gestehen, ich glaube, das ist spannender, wenn man das gegen organisierte oder koordinierte Leute spielt, weil so ist das halt ein bisschen hart, ne? Also, Fennec wenn man MVP. Early halt gute Headcount. Ja, wenn man Early gute Headcount, aber im Rank das auspacken wäre, echt krass. Aber auf jeden Fall war es gar nicht so schwer. Also das mit Tank war, glaube ich, schwieriger. Ja. Kriegt alle einen Daumen. Ja, sehr, sehr coole Sache. Hat auf jeden Fall gebockt. Ja, wir schauen mal. Builds eingehalten auf jeden Fall. AP Midlaner. Tank hatten wir. Ein Tank war der gute Sven. Dann hatten wir Freak als Supporter mit Support-Items, Speedracer als ADC und ich als Jungler mit Jungle-Items. Also auf jeden Fall easy, well played. Schön gemacht, Leute. Sehr, sehr schön. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you, come along and see it's true.